Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO auf meinem Kanal. Wir gucken direkt mal, dass wir weiterfliegen, weitere Flüge hier mitnehmen, damit uns das auf jeden Fall nicht ausgeht hier, ne? Nordic, können wir auch mal gucken, sind nur zwei da, okay. Ja, für Montag, ja, wir haben noch ein paar Tage zu fliegen, auf jeden Fall. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. So, wir hatten jetzt gesagt, okay, wir hatten Catering-Service angeboten, glaube ich, ne? Dementsprechend schauen wir mal, ob wir da ein Fahrzeug dementsprechend kriegen. Beziehungsweise Personal. Ramp Agent, Haustechniker, Fluggastbetreuer. Fahrzeuge kaufen. Rettungswagen, Flughafen, Polizei, Servicefahrzeug für die Reinigung von Flugzeugkabinen. Abfall aus Flugzeugkabinen zu sammeln ist ein harter Job, aber mit diesem Reinigungsflugzeug ist es kinderleicht. Fahrzeugkontrolle, Fahrzeughalle. Müllsammelstelle, Müllsammelstelle brauchen wir, ne? Wo finden wir die Müllsammelstelle? Airline Lounge, Informationsschalter, Buffettisch. Müllsammelstelle. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. Kommt ein Fahrzeug von außen. Aber wo soll das Fahrzeug denn herkommen? Auch hier auf der Fahrtspur oben? Oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll, ne? Heftig. Aber heftig groß, ne? Wie viel kostet das? 25.000, geht an sich. Wir haben nur 1,1 Millionen, ne? Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Das läuft jetzt, das ist gut soweit. Das sind wir gerade im Bauen. Das sind wir gerade im Bauen. Der Zaun ist im Bau. Das ist auch schon mal sehr gut. Läuft da irgendwo was rum an Tieren? Sieht zumindest nichts, ne? Da außen läuft eine Kuh. Da läuft noch ein Bauarbeiter. Nee, sieht nicht danach aus. Ist also schon mal nicht schlecht. Okay, das heißt, wir müssten uns was überlegen. Wir müssten uns was überlegen, Leute. Passt auf, wenn wir den Teil müssen wir sowieso abreißen, ne? Dann machen wir es am besten direkt mal. Das müssen wir eh abreißen. Dann gucken wir weiter. Ich wollte noch mal gucken, ob ich noch mal ein Geschäft, ein Café machen kann. Also 70, 74 und 33, 77.
Und 60 und dann 45, nee. Okay. Dann können wir den Raum auf jeden Fall löschen, ne? Mieteinnahmen und Verkaufserlöse 2326 schon. Heute? Okay. Das ist ja nicht schlecht. An sich. €16? Ja, nochmal eben so nebenbei. €16 läuft doch. Rückerstattungen, klar. Das wäre wahrscheinlich der Zaun. Wenn ich richtig liege, genau. Können wir das nämlich anschließend verbinden, die Straße hier sehr gut. Das ist ja wie gesagt nicht verkehrt, ne? Das ist so gut wie fertig, sehr schön. Shuttlebus müssen wir gucken. Können wir schon mal einen kaufen? Fahrzeug kaufen. Vorfeld Shuttlebus. Ja. Das Servicefahrzeug ist das ideale Transportmittel für Ramp Agents zu und von Vorfeldparkpositionen. Dann würde ich das auf jeden Fall auch mal bestellen, ne? Und Vorfeld Shuttlebus bestellen wir auch schon mal. Können wir, denke ich mal, gebrauchen, ne? Was? Vorfallsbericht, Vogelschlagnotfall. Auftrag von Düsseldorf Airport. Sie haben 0% der Schritte des Notfallbildrechts abgeschlossen. Dies gibt uns die Handlungsmöglichkeit F. Als Ergebnis des beschämenden Handlungsgrades haben wir wurde mit einem Bußgeld von 25. Wurde mit einem Bußgeld von 25.000 Euro belegt. Hä? Was für ein Vorfall? Okay. Ich habe nichts von einem Notfall gelesen. Komisch. Egal. Na komm schon. Weiter geht's. Zugewiesenes Terminal. Zugewiesener Parkplatz.
Terminal, können wir Terminal zuweisen? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Vorfeldbus. Okay, der Bus steht auch schon da. Perfekt. Das ist doch gut. Können wir tanken? Das wäre vielleicht noch was, ne? Tanken wäre vielleicht noch was, Leute. Betrieb, Forschung. Okay, das geht noch. Das wird noch laufen. 44, ja gut, 45% knapp. Jumpers. Okay, Samstag, Sonntag. Da ist Sonntag noch was frei. Da können wir Sonntag noch einen Flugplan auf jeden Fall. Was mit Nordic? Nordic ist nichts. Okay, kriegen wir aber hin. Auf Dauer. Service Road. Moment. Hä? Muss ich da an eine andere Straße? Moment. Das haben wir gleich. Für Vorfeld Shuttlebusse. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Ja, okay. Das heißt, die müssen da hingesetzt. Ah. Okay, das heißt, das kann weg. Das kann weg. Das heißt, wir müssten einen Zebrastreifen machen. Hast du einen kleiner? Ein Fußgängerüberweg. So, da machen wir das Sicherheitslevel draus. Müssen wir wohl, ne? Gehe ich mal von aus. Okay. Dann müssen wir das andere dementsprechend auch umändern hier, ne? Dann müssen wir das hier hin machen, ne? Oder wohin müssen wir das? Theoretisch ja, ne? Das bedeutet, dass wir es theoretisch da hinbauen könnten, ne? Okay, ja. Das passt nicht. Okay. Dann müssen wir da einen Fußgängerüberweg machen. Bis zu dem Ding hin. Das ist wahrscheinlich auch auf Sicherheitsstufe, ne? Sicherheitszone meine ich.
kann das hier weg. Wäre das Schwachsinn. Theoretisch gesehen natürlich, ne? Das wäre dann ziemlicher Schwachsinn. Aber ich wusste nicht, dass das überhaupt da geht, ne? Aber okay. Wieder was dazugelernt, Leute. Wieder was dazugelernt, ne? Okay, das sieht gut aus. Okay, ja. Das haben wir auch gebaut. Perfekt. Dann könnten wir jetzt eigentlich versuchen, hier mal zu verbinden. Ne? Wir bräuchten Gepäckladestation. Boarding-Schalter und Sicherheitskontrolle. Boarding-Schalter können wir auch hier machen. Klar. Schalter, Boarding-Schalter. Müssen wir den nehmen, ne? Kriegen wir aber auch hin. Wir müssen mal gucken, dass wir das mal vernünftig hier aufbauen. Weil so langsam wird es irgendwie zu viel, ne? Irgendwie. Parkposition verbinden. Hätte ich gerne mit dieser verbunden. Sicherheitskontrollen nicht verbunden. Müssen wir den Rest auch noch in Form von Sicherheitszone machen? Ja, ne? Eigentlich doch nicht, oder? Oder doch? Sicherheitskontrolle nicht verbunden. Da könnten wir aber eventuell mit dem Dings machen. Hier, wie war das? Sicherheitskontrolle, nee, Sicherheitskontrolle ist nicht verbunden, ne? Obwohl, theoretisch müsste es ja eigentlich sein. Es sei denn, wir müssen die Straße auch verbinden. Was nicht geht. Was nicht geht, ne?
Airline Lounge. Nee, danke. Brauche ich jetzt aktuell nicht. Ich will jetzt gucken, wie das mit dem Dings, mit dem Shuttlebus funktioniert, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. So, jetzt habe ich es. Dann gucken wir mal mit dem Shuttlebus, dass wir das irgendwie hinkriegen, ne? Dass der auf jeden Fall hier fährt, ne? Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie man das mit der Sicherheitskontrolle jetzt machen kann. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. In dem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.